Okay, weiter geht's. Aha. Wir sind gestorben gerade, als wir da lang gegangen sind. Deswegen gehe ich hier wieder lang. Hey. Au. Und ich muss dringend gucken. Also, mal wirklich. Irgendwie habe ich mit... Keine Ahnung. Ich habe, ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich mit einem Speer kämpfe. Sonst kämpfe ich immer eher mit Schwertern. Wobei, nee, ich hatte in Dark Souls 2 einen Charakter, der mit einer Hellebarde gekämpft hat. Hat ein bisschen was von einem Schwert. Ein bisschen mehr Schaden hätte ich schon erwartet. Keine versteckten Items, keine versteckten... Okay, ich dachte... Irgendwie das Tuch hat gerade im Wind in der Sonne gewirkt und da dachte ich irgendwie, da ist ein Finstergeist oder so. Keine Ahnung. Höre ich etwas, was die Treppe hochläuft? Oder nicht? Ich mache wenig Schaden, ich mache sehr wenig Schaden. Liegt das daran, dass meine Glut weg ist? Oder liegt das einfach daran, dass ich noch keine bessere Waffe habe? Vielleicht hätte ich am Anfang doch in die andere Richtung gehen sollen. Kann ich die Tür von hier aufmachen? Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen, natürlich. Hi. Du machst zumindest Schaden mit dem Schwerkammer. Und ich sollte aufhören zu... Ich übe demnächst parieren. Dann kann ich es irgendwann hoffentlich. Das war knapp. Was? Trinken. Normalerweise bin ich immer gerne für solche, ich nenne es mal Challenges, zu haben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel möchte mir einfach sagen, ich soll erstmal diesen Weg hier gehen. Ihr wisst schon. Der, auf dem es so sehr leckt. Der, auf dem die Gegner nicht so viel aushalten. Und der, auf dem sie sich nicht in irgendwelche Höllenkreaturen verwandeln. Erst hoch. Oh, ich kann auf den Drachen rauf. Ja, kann ich. Hm.
Oh. Okay, da geht's einfach nur hoch. Gruseliges blaues Leuchten. Geht doch. Warum ist die Weiße? Au. Zu viele. Erstmal trinken. Okay. Und jetzt. Irgendwie war das ein lächerlicher Kampf, aber okay. Nein. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, ich mache mehr Schaden, als ich es erhofft hatte. Und dann sowas. Au. Okay. Es kann noch eine Weile dauern. Aber trotzdem glaube ich nach wie vor, dass ich hier ein bisschen mehr Überlebenschancen hat.
What? Ich glaube, ich kann froh sein, dass ich einen Charakter genommen habe, der sich heilen kann. Kann ich eigentlich dich dadurch angreifen? Nope. Und es laggt wieder. Ich vermute, das ist immer, wenn das Spiel was Neues laden muss, oder? Also, da es zumindest immer nur so in einzelnen Phasen ist, denke ich ja. Oh, ein Holzschild. Brauche ich nicht, aber trotzdem danke. Komm. Der war gut. Jetzt noch super. Kann ich überhaupt den gleichen Zauber mehrmals ausrüsten, um irgendwie die Kosten zu verringern? So wie halt in den anderen Dark Souls. Also beziehungsweise halt in diesem Fall. Bitte. Danke. Nur ein bisschen Ruhe. Mehr möchte ich gar nicht. Okay. Das heißt, wenn ich den bekämpfen muss, aufpasse, dass ich die anderen beiden nicht trigger. Gut.
Weiter geht's. So kennen wir Dark Souls. Not you again. Au. Ich muss noch üben, wie man das mit diesem... Ich sag mal, wenn ich das mit dem Aufladesperr gut timen kann, ist das ein super Angriff, weil ich dann quasi alles one-hitten kann. Zumindest schwächere Gegner. Oh, das ist gut. Und ich muss den Schild-Tritt, also den Tritt noch ein bisschen üben. Aber ansonsten könnte schlimmer laufen. Da oben war ich auch noch nicht. Ja, stimmt, ich kann ja den Schild gezogen lassen, wenn ich zuschlage. Das habe ich irgendwie noch gar nicht gemacht. Obwohl das quasi eine der Haupteigenschaften von dem Speer ist. Hier an dir bin ich vorbei. Bleibt noch ihr beide übrig. Da oben schaue ich gleich vorbei. Erstmal möchte ich jetzt weiter versuchen, den Typen da zu besiegen. So. Hallo. Au. Okay. Das war mal ein erfolgreicher Versuch, würde ich sagen. Erinnert mich ein bisschen an, wie hieß er, Oscar von Astora, dieser Typ, der einem im originalen Dark Souls die erste Flakons gibt. Also, ihr wisst schon, der mit der Elite-Ritter-Rüstung. Und dem Wappenschild. Bei dem Typ, der gerade hinter mir steht, bei dem könnt ihr auch mal auf dem Kanal vorbeikommen, schauen, der macht gerade ein Display zu Dark Souls 1, glaube ich, oder? Jo. Ich könnte es auch sagen, wer du bist, aber nein. Das wird dir die Spannung nehmen. Ja. Habe ich überhaupt schon was mit dir aufgenommen? Okay. Ja, stimmt. So. Komm. Du wirst bestimmt hier runterkommen. Ist das Spiel auch irgendwie. Machen wir jetzt hier ein Group Let's Play? Möchten jetzt alle hier mit kommentieren? Nein. Okay. Alles klar, dann bis später. So. Immer.
Ich würde mal sagen, unser Ziel für diese Folge ist es jetzt, diesen einen Ritter da hinten zu besiegen. Und wenn ich den besiegt habe, bin ich auch schon happy. Gute Kombo, Jungs. Ich lebe noch. Alles in Ordnung. Trinke ich jetzt noch einen davor. Und ich glaube, am besten kämpfe ich direkt mit beidhändig gegen dich. Kann man den Schaden mit einer Brandbombe eigentlich machen? Nein, kann man nicht. Mehr. Hat er mich gerade pariert? Wenn ich ihn mir genauer ansehe, könnte es auch ein Ball da sein aus Dark Souls 1. Nein! Das gibt's doch nicht. So knapp. Ich gebe nicht auf. Wobei ich sagen muss, ich glaube, das hier ist jetzt unser letzter Versuch für diese Folge. Ich finde schade, dass man hier nicht wie in Bloodborne das System hat, dass wenn man getroffen wird, man sich regenerieren kann, indem man einfach den Gegner ein bisschen anhittet. Habe ich sonst immer jetzt irgendwer runtergecharged? Also wenn ich es richtig gesehen habe, mit meinem komischen Stoßangriff kann ich Schilder durchbrechen. Zumindest wenn der Gegner nicht so viel Haltung hat. Nein, das sehe ich jetzt nicht ein. So. Eine Armbrust. Die ist gut.
Und es laggt schon wieder. Ist es ein Problem, was nur ich habe, oder haben das mehrere? Langsam habe ich Angst um meinen Computer. Okay. Ach, komm schon. So, bevor ich jetzt von irgendwas mit dem Pfeil oder so getötet werde. Der hat nicht mal was gedroppt. Vermutlich ist es auch noch ein respawnender Gegner, so wie ich das schon kenne. Das, was ich jetzt für irgendeinen krassen Black Knight gehalten habe, ist vermutlich einfach nur ein ganz normaler Gegner dieses Gebiets. Du öffnest dich nicht von dieser Seite? Das hätte ich schon geahnt. Oh Gott. Versucht rechts. Der versucht nach vorne rechts. Okay. Wohin geht's hier lang? Hoch. Oh. Das ist wirklich nett. Dennoch schaue ich mich erstmal noch ein bisschen weiter um. Ich möchte gern einfach ein Schwert haben. Die Sache ist, ich möchte den Speer nicht aufwerten, einfach weil mir das Moveset von dem Speer nicht gefällt. Habe ich Armbrustbolzen in irgendeiner Form? Nein. Schießt mich jetzt irgendwer hier runter? Nein. Das Spiel will mich aber wirklich dazu überreden, mit Brandbomben zu spielen, habe ich das Gefühl. Ich höre da was. Oh, ein kruder Edelstein. Möchte ich eine krude Waffe? Eigentlich nicht. Ach komm schon. Jetzt sag mir nicht, ich habe hier schon wieder so einen Bossgegner. Na, ich glaube, diesmal bin ich einfach nur scheiße.
geschlossen. Wurfmesser. Wurfmesser sind gut. Lustig sogar statt ein... Ja, ich habe so viele Flammenbomben, eigentlich kann ich wirklich die mal auf Gegner schmeißen. Kettenbrecher. Will ich mit dem Degen spielen, habe ich nicht genug Geschicklichkeit für. Ich weiß, ich sollte die Folge eigentlich beenden, aber jetzt möchte ich... Nein. Verschlossen. Gut, jetzt weiß ich, wohin dieser Weg hier führt. Jetzt kann ich in aller Ruhe zurück zum Bonfire gehen. Ich hätte mich ans Bonfire setzen sollen. Warum habe ich das eigentlich nicht getan? Da war es auch verschlossen. Andere Seite. Okay, wo bin ich hier? Nein, das sieht nicht nach irgendeinem Gebiet aus, wo ich zurückkomme. Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder zurück. Ich habe ein Leuchtfeuer gefunden, das heißt, froh sein und beim nächsten Mal gehe ich woanders lang. Viel zu viele Gebiete, die ich hier erkunden kann. Weiter hoch, oder? Ja. Bonfire. Dann gehe ich noch zurück zum Feierlingsschrein. Level ein bisschen auf. Hallo. Welcome, Hospi. Very well. Then tot haken up. Wann bekomme ich einen zweiten Zauberei-Slot? Einen mache ich noch. Ich glaube, dann kann ich wirklich viermal mich heilen. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.